ich habe wieder was rausgefunden. Und zwar, ihr kennt doch alle den Begriff Vorschlag. Ne? Da verbinden wir heutzutage damit Gespräch mit Mama, Papa. Hey Mama, Papa, was gibt's neu zu essen? Ich habe da einen Vorschlag. Spaghetti Bolognese. So, das verstehen wir heute unter Vorschlag. Aber der Begriff Vorschlag ist eigentlich viel älter. Er stammt aus dem 19. Jahrhundert, aus der Berliner Kneipenszene. Und da hatte man ja natürlich in der Kneipe immer unterschiedliche Ansichten gehabt. Ne? Dein Fußballverein ist doof, deiner ist besser, deiner ist nicht doof. So, aber man hatte Regeln. Da hat man nicht gleich so wie heute ein Messer gezogen und den anderen abgestochen, sondern man hatte Regeln. Und die hießen halt eben, der Beleidigte, der macht ein Fass auf, der sagt halt eben, du mein Lieber, du hast mich beleidigt, ich finde das doof. So, und ich habe jetzt das Recht des Vorschlags, also des ersten Schlages. Und der Beleidigende, der musste den erdulden, der durfte sich nicht wehren, erst nachdem der erste Schlag gemacht wurde. Das nannte man Vorschlag. Das ist schon das ganze Geheimnis hinter dem Begriff Vorschlag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.